Hello, 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 hello. Herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal, ihr Lieben. Es ist Verlosungsmittwoch. Yes. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal gefragt, warum ich eigentlich die Steffi-Box mache. Weil es mir einfach Spaß macht, euch, meiner Community, eine Freude zu machen. Ich mag das einfach. Ich mag andere Leute beschenken. Ich mag das. Und ich mag immer stöbern für die Steffi-Box. Ja. Und ich habe wieder eine schöne Box gepackt. Eine sehr ausgefallene Box. Also für jeden was dabei. Und ich glaube, wir packen jetzt erstmal aus. Und ihr könnt mal schauen, was ihr so gewinnen könnt. Diesmal in der Steffi-Box. Hoppala. So groß ist der Karton diesmal nicht. Deswegen, naja, wir schauen mal. Ne? Warte mal, ich habe hier... Oh, habt ihr schon gesehen? Es ist ein Täschchen wieder dabei. Da tue ich aber das hier auch noch rein, weil da ein bisschen Make-up drin ist. Warte mal. Warte mal. Oh, warte mal. Ach nee, ich glaube, ich habe doch einen. Doch, doch, doch. Nein, den habe ich natürlich nicht vergessen. Ne? So, wir fangen jetzt einmal an mit einmal SOS Handwärmer, wohltuende Wärme für kalte Tage. Ja, ihr denkt jetzt, huch, es ist ja noch Sommer, aber es wird schnell Herbst und Winter. Also wenn wir Pech haben, wir sind ja jetzt, glaube ich, auch vom Frühling direkt in den, nee, vom Winter direkt irgendwie in den Sommer gestartet. Und wenn wir Pech haben, starten wir jetzt vom Sommer direkt in den Winter. Ja, das sind Wärmepads zur Einmalanwendung, die durch Sauerstoff aktiviert werden und bis zu 10 Stunden angenehme natürliche Wärme abgeben. Ja, mal, da bist du froh, wenn du draußen unterwegs bist, zum Beispiel mit dem Hund oder irgendwie sowas. Bist du froh, wenn du sowas in der Tasche hast. Gut, es ist nur für einmal, aber ja. Ich würde ja auch sowas bei uns ins Lager mitnehmen in der Tasche, aber die werden da so schnell kalt, halten die nicht 10 Stunden. Weil es ist manchmal echt ätzend, wenn du... Ich habe immer das Problem, egal ob morgens oder nachmittags, egal ob Frühschicht habe oder Spätschicht, wenn ich nach der Pause wieder ins Lager gehe, ich arbeite ja im Tiefkühllager, wer es noch nicht weiß, bei Bofrost, bei minus 24 Grad. Und da habe ich immer Eisfinger, da muss ich dann nochmal raus und die aufwärmen, weil sonst, oh, ich kann doch nichts packen. Da werden die natürlich ideal, funktionieren aber leider nicht. Sowas habe ich schon mal ausprobiert mit so einem Knickding. Hat leider nicht funktioniert. So, ich habe auch wieder was zu essen hier drin und diesmal von Apfel, Hering, zarte Filets, Tomate, Mozzarella. Ja, das ist einmal da drin. Viele von euch essen ja wirklich so Dosenfisch gerne. Das ist ja auch noch halber bis Anotuk, ne? 2025. Ja, der Experte isst das ja auch gerne, ne? Dann habe ich noch was für die Kinder oder Enkel oder sowas da drin. Einmal Hot Wheels. Jo, so ein Bad Bagger, also ein Motorrad. Also ich war früher auch so Hot Wheels Fan. Ich hätte gerne mal so eine Rennbahn gehabt. Habe ich aber nie gekriegt. Dafür eine Barbie. Ja, ich habe mit beiden gerne gespielt, mit Puppen und mit Autos. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch, wer es noch nicht weiß, ja, ich bin hier ganz offen auf meinem Kanal, bisexuell. Ist so. Das war so, das ist so, das bleibt so. Ja, ne? Also ist so. Oh mein Gott, was hat sie gesagt? Dass sie das öffentlich sagt. Oh mein Gott. Ja. Ich werde noch nicht mal rot dabei. Früher wurde es so rot dabei, ne? Ja, wahrscheinlich ist meine Mutter jetzt hinten rumgefallen, aber gut. Oh, da Pech gehabt, ne? Aveo. Ich habe ein Duschgel mit reingepackt. Ich finde das total schön hier von der Form her. Von Müller. Ich bin ja ab und an mal bei Müller auch unterwegs, ne? Und den haben wir bei uns an der Arbeit. Ich finde das nur echt blöd. Also jetzt mal ehrlich, schreibt es mal in die Kommentare. Mit den Öffnungszeiten. Die machen erst um 9 Uhr auf. Was soll das? Das Blöde ist, da ist ein Lidl daneben, der macht um 7 Uhr auf. Der Baumarkt daneben macht um 8 Uhr auf. Da kann ich doch um 8 Uhr aufmachen. Um 9 finde ich ziemlich spät. Finde ich einfach zu spät. Duft Wasserlilie mit Meersalz und Glycerin. 300 Milliliter. So schöne Größe und ich finde die Form einfach echt toll. So, dann haben wir noch Servietten hier drin von Alouette, von Rossmann. Guten Appetit mit einer Seemöwe. Ja, alle kennen ja Findet Nemo, ne? Meins, 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 meins. Ja, die wünscht euch guten Appetit. Kannst du immer da haben. Wenn mal Besuch kommt, wenn mal Besuch kommt. So, dann habe ich noch was hier reingetan. Und zwar noch was für die Kiddies. Oh. Ich kann es jetzt nicht abfressen. Ich weiß immer nicht, warum die mal alles so drauf geklebt wird. Das ist doch Blödsinn.
So, warte mal. Egal, wir machen jetzt nur da, wo der Preis drauf war. Nochmal, Knete habe ich hier. Play-Doh. Ich glaube, die Farbe, die beim Deckel ist, ist auch da drin. Das müsste dann rosa, quasi pink sein. Jo. Genau, das haben wir da drin. Ja, wer knetet nicht gerne? Ich habe früher mal Knetmännchen geliebt. Also so mit Kneten machen, arbeiten, tun. Ja, dann haben wir hier noch drin zwei Lollis. Wie ich gehört habe, essen die Erwachsenen die ja auch gerne oder lutschen die ja auch gerne. Von Chupa Chups. Einmal die Marke Zitrone, Sauer. Und einmal Bubblegum, Kirsche. Mega Bubblegum. Ach, ist da noch ein Kaugummi drin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zwei Lollis. Dann habe ich hier noch was zum Essen drin und zwar von DM Bio aus biologischer Landwirtschaft die Maiswaffeln gesalzen, glutenfrei, ja, sind ein luftig knuspriger und glutenfreier Snack, ja, für Kinder, ne, finde ich das auch optimal, so zum Snacken aus gepufften Mais, verfeinert mit einer Prise Meersalz, genießen die vielseitigen Maiswaffeln pur, sowohl als Brotalternative mit süßen oder herzhaften Belag. Habe ich auch schon gesehen, wenn sich einer da Schinken oder Schinkenwurst drauf tut. Ich bin da, ich weiß nicht, habe ich noch nicht probiert, ob das schmeckt, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt einfach mal in die Steffi-Box reingetan. Ihr wisst ja, die ist immer ein bisschen anders. So, dann haben wir noch Schmuck hier drin. Ob es jetzt für wirklich die Tochter ist, Enkeltochter oder Cousine oder keine Ahnung was. Oder für sich selbst. Man kann ja nie alt genug sein. Ne? Wir sind halt die etwas reiferen Mädchen. Genau. Und da habe ich von Six was reingetan. Denn so ein Handyband, das sieht man nämlich hier oben, dass das ein Handyband ist. Das kann man dran machen. Kannst du aber auch fürs Handgelenk nehmen wahrscheinlich, ne? Wenn du es enger machen kannst. Aber finde ich so schön mit Schmetterlingen und kleinen Herzchen. Jo. Oder ihr nehmt das schon und tut es im Adventskalender weg. Also, ne? Ja, auch was für die Schönheit ist hier drin. Ich habe das nämlich beim Müller entdeckt. Und fand das auch für den Preis recht günstig. Von Aveo Med. Ich kenne es noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie die ist. Urea 5% für trockene, raue und pflegebedürftige Haut. Eine 7-Tage-Ampullenkur mit Urea Biosacchariden Gum 1 Pro Vitamin B5 und Glycerin. Ich glaube, was hat die jetzt gekostet? 2,99 oder 3,99? Irgendwie so. Ich habe gedacht, boah, die musst du mal mitnehmen für die Steffi-Box und muss das mal einer testen. Und wir haben sogar einen Abbrecher da drin, ne, hier oben. Und da haben wir eine 7-Tage-Kur. Finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Und musste einfach mal mit. Ja, für meine Verlosung natürlich. Natürlich, natürlich. Ich denke nur an euch, wenn ich unterwegs bin. Ja, dann habe ich noch hier Schmuck reingetan. Also noch mehr Schmuck. Ich hole es mal eben raus, damit ihr das besser sehen könnt. Das sind so kleine Ohrstecker. So kleine Herzohrstecker. Kann man sie sehen? Ja, kleine Herzohrstecker. Eins. Das ist eine zweite da. Und hier sind noch welche drin. Warte mal. Und dann haben wir noch solche kleinen Herzstecker. Oh mein Gott. Die sind auch noch mit dabei. Und eine kleine Herzkette. Finde ich sehr schön. So in Silber. So sieht sie aus. Ist doch schön. Ja, ist Modeschmuck, ne? Das ist jetzt hier kein echt Tralala-Falala. Es ist Modeschmuck, aber mein Gott. Ist ja egal. Es gibt ja einige, die vertragen die Ohrringe, andere nicht. Also ich habe eigentlich mit meinen Ohrringen, die ich hier in meinem Video trage, keine Probleme bis jetzt gehabt. Toi, toi, toi. Ich klopfe auf Holz. So, wir machen die Nüpsis auch wieder da rein. Sind natürlich auch vier dabei, so Gumminüpsis zum Halten. So, dann haben wir, ja, wir sind noch nicht fertig. Dann haben wir noch hier drin ein Brettchen. Ich fand das so knuffig, das musste einfach mit, Leute. 20,5 x 10,8 cm Bambus-Schneidebrett. Ist das nicht schön? Hör mal, das wäre auch was hier für einen Campingplatz oder Campingwagen, ne? Ich finde das einfach goldig. Ja. Hör mal, da machst du mir da abends auf Deutsch gesagt deine Pizzine drauf. Wurst. Ne? Oder wenn du im Urlaub bist, ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst, ein bisschen lecker, ein bisschen lecker. Bisschen lecker, lecker. Ich werde das erstmal hier bunkern. So, dann habe ich noch was
Ja, ihr wisst, Steffi Box, die ist sehr individuell immer. Ja, von DM Bio Tomatenmark. Zweifach konzentriert. Ich finde, das sollte man immer im Kühlschrank haben, genauso wie Senf. Und das haben wir immer im Kühlschrank. Ja, dann haben wir noch was dabei für die Kids. Also ich habe viel für die Kids gedacht, das mal. Buntstifte von United Office Kids, farbige Ersatzminen zum Nachschieben, inklusive Malblock. Ja, guck mal. Kennt ihr diese Stifte noch von früher? Dann hast du das rote, wolltest du nicht mehr, dann hast du das weggemacht und hast es unten wieder reingeschoben. Und dann einen kleinen Hund dabei. Was haben wir denn da? Farbige Ersatzminen zum Nachschieben, inklusive Malblock. Achtung, ja gut, nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, ganz klar. Aber finde ich echt schön und ja, mit Perlen. Dann habe ich noch eine Maske reingetan von Müller, von Cadea Vera Limited Edition Vacation Vibes Hydrogelmaske. Ich feiere ja Hydrogelmasken sowieso mit Hyaluronsäure, Kokoswasser und Drachenfruchtextrakt. Die ist auch mit da drin, da könnt ihr die mal testen. Dann habe ich noch, weil ich habe ja hier noch das andere Säcke, dann haben wir hier noch, oder habe ich hier noch reingenommen, von Aldi Mania eine Shoulder Bag. Ich zeige es euch natürlich. Es gibt ja immer diese bedruckten Eigensachen von, oder Eigenmarken von Lidl und von Aldi. Und das ist so eine, ja, eine Tragetasche. Oh, die Seite so. Ich fand sie sehr schön. Ich dachte, ach komm, das ist doch was für die Steffi-Box, das nimmst du mal mit. Ich denke immer an euch, wenn ich einkaufen gehe. Ist so. Und ich finde auch immer was. Das ist das Lustige. So, das tun wir mal wieder hier rein. Dann tun wir hier den Nipsi wieder drum. So, was steht denn da drauf? Guck mal, ist sogar waschbar bei 40 Grad. Ja. So, habe ich hier wieder reingetan. Und dann kommen wir zum Schluss zu dieser kleinen Kosmetiktasche. Die ist natürlich auch ein bisschen gefüllt. Und zwar ist sie gefüllt mit einer Feile Malibu Vibes von Trend It Up. Wenn ihr zum Beispiel so Kunstnägel habt wie ich, sind diese Feilen wirklich optimal. Es kann natürlich auch mal einer abbrechen, ne? So ist das nicht. Und ja, sieht doch ganz schön aus, die Trend It Up Feile. Feile kannst du immer gebrauchen. Dann ist hier drin ein Soft Lip Liner von La Vera Naturkosmetik. In der Farbe, weiß ich nicht, Peach? Ist das Aprikot? Aprikot. Finde ich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ne? Kannst du auch deine Lippen natürlich ganz mit ausmalen. Einen Nagellack habe ich hier auch drin von Altera Naturkosmetik Perfect Care mit Amylalala. Also diese Farbe, was ist denn das? Steht nicht drauf. Charge Nummer 2202, super. Ein schönes Flieder ist das auf jeden Fall. Ich finde ja den Deckel toll, ne? Ja, mit solchen Kleinigkeiten kriegst du mich. Dann habe ich noch einen Nagellack hier drin. Von Catrice Pure Nail Polish. Diese Farbe, schön dunkel lila 07 Delacy. Dann noch einen Eyeliner, mal anders. Von Essence Liquid Ink Eyeliner in Gold, Bronzy und Clyde. Wenn ihr so einen schönen braunen Look habt, dann musst du keinen schwarzen Eyeliner, machst du den drauf, sieht toll aus. So. Ui. Ein Lippi habe ich auch noch hier drin und zwar von Catrice. Ich finde, das ist schon sehr edel, finde ich die. Das Ultimate Stay Don't Worry Be Berry möchte ich euch aber gerne zeigen. Das ist so ein richtig schönes Beerenrot. So sieht er aus. Tolle Farbe. Ja, dann haben wir noch einen Single-Lidschatten dabei. Von Essence My Must-Haves Eyeshadow. Das ist Snowflake. Das ist dieser weiße, der ein bisschen schimmernd ist. Also, wenn man will, kann man den auch als Highlighter nehmen. Ne? Fantasie ist hier keine Grenze gesetzt. Und dann habe ich noch ein kleines Palettchen mit reingetan. Und zwar von BU. Diese Color Catch Eye Palette. Jo, 393. Die hat sonst keinen Namen. Das ist diese hier. Ne? Und da passt der Eyeliner doch perfekt zu. Das sind richtig vier schöne Farben.
glaube, das sind alle Schimmerfarben. Aber da kriegst du einen schönen Look mit hin. Und dann machst du hier den Eyeliner dabei. Fertig, aus die Maus. So. Ja, das war's. Das war meine Steffi-Box. Kabadaput. Ja, und da war so lustig dabei sein. Nehmen wir doch einfach mal als Hashtag Tomate. Hashtag Tomate und ihr seid bei der Verlosung dieser Steffi-Box dabei. Allen viel, viel Glück. Muss noch mal gucken. Ja, es ist leer. Allen viel, viel Glück. Toi, toi, toi. Und die Tasche ist natürlich auch dabei, ne? Ja, und jetzt bin ich raus. Sage Dankeschön fürs Zusehen. Wünsche euch allen viel Glück. Und ich hoffe, sie gefällt euch wieder. Und sage bis demnächst. C'est la vie. Arrivederci. Den Knutscher. Bis dann. Ciao.